Ich höre Schießereien, dass du die hinten mit hinten nachkommen. Nicht jetzt? So leicht geben sie nicht auf. Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Ein Tor mit einer simplen Klinke. Ist das wirklich zu viel verlangt? Eine Stunde ohne, dass du rumjammerst. Ist das zu viel verlangt? Eine Stunde ohne aufs Klo zu gehen, ist das zu viel verlangt? Oh, eine Kerze, die nicht brennt. Weg des Lebens, 1 von 4. Die Statue sieht so aus, als wäre sie bewegt worden. Gibt's dazu was in den Notizen? Da oben hat sich was gedreht. Okay. Davon steht was in den Notizen. Geier und Elefant. Der Geier. Nicht ganz der Geier, auch nicht der Geier, das ist der Geier. Und wozu habe ich jetzt das da oben gedreht? Sei es drum. Ein Foto. Kommt hier niemand an, ohne abzustürzen? Das ist dieser Schuss. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Schön, letzte Patrone. Wie immer. Das ist bei Battlefield auch nie anders. Jedes Mal souverän um die Ecke gegangen und dann habe ich nur noch eine Patrone im Lauf. Und die hilft nichts. Hey, das hat Spaß gemacht. Ach, der ist doch schon umgefallen, ne? Alter! Gut, dass ich gerade voll am Voraus war. Und raus. Hätte jetzt irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, dass man da hochrennen kann, aber... Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dahinter so ein Fallbeil ist und ich rechtzeitig stehen bleibe davor. Ja. Du schon wieder. Und treibst dich auch an den komischen Orten um. Aber komische Orte. Warum stehen hier solche Dinger an den komischen Orten? So, mehr Gesundheit, Nachladegeschwindigkeit erhöht oder Feuergeschwindigkeit erhöht, Nachladen erhöhen. Yep, will ich haben. Was? Achso. Nicht eine Waffe auf dem Boden. Mit der. Hier kann ich doch auch hoch, oder? Gar nicht weit hoch, aber ein Stück. Ah, komm, lass mal duschen hier ein bisschen. Hallo? Ich will Dreck abwaschen, egal. Weiter zu diesem sympathischen Stelle, wo die Pfeile schossen. Was passiert? Okay. Das war der Notausschalter. Dann gibt's hier unten noch komische runde Symbole. Okay, wenn du drauf trittst, schießt der böse Mann. Okay. Aha.
Okay. Ja, ist klar. Nochmal den Schatz hier mitnehmen. Weg des Lebens. Und noch so ein Schiff. Yeah. Quatermain, das ist unglaublich. Richtig. Was macht ein Schiff mitten im Dschungel? Wunderschön. Also, rumliegen. Spanisch. Frühes 17. Jahrhundert. Klassische Form. Das alles erkennst du anhand eines vergammelten alten Wracks? Ich bin Archäologin, weißt du noch? Stimmt. Du schaltest inzwischen so oft bewaffnete Schläger aus, da habe ich diese Bücherwurmsache ganz vergessen. Um ehrlich zu sein, geht es mir nach all dem. Was haben wir denn hier? Notizen. 1626. Im Namen des einen Gottes der Dreifaltigkeit sind wir, die Untertanen Philipps des Vierten, seiner Majestät von Spanien gekommen, um die Reichtümer dieses Landes zu beanstanden. Wir haben eine Mission errichtet und unser Anführer, Sebastian de Alvarez, ist auf der Suche nach Gold und Schätzen tief ins Land vorgedrungen. Bisher haben wir nichts als den Tod gefunden. Es geht um einen Kerl namens Alvarez. Ein spanischer Konquistador, der auch Zorn Gottes genannt wurde. Ein äußerst brutaler Mann, der sogar andere Konquistadoren bekämpft und ermordet hat. Netter Typ. Zu dumm, dass wir ihn nicht mehr treffen können. Ja, wo hast du eigentlich hergesprochen? Da. Was? Ein Seil! Denkst du dasselbe, was ich denke? Okay. Du meintest die Kugel. Ich war schon wieder beim anderen Thema. Meinst du etwa, ich sollte mit der Kugel was Sinnvolles anfangen? Und diese Wand hier wegsprengen? Na, du kommst mir aber auf Ideen. Richten und Feuer! Oh, oh, Rückschuss. Hua! Hua! Nicht mehr weit sein. Gehen wir. Ja, du hast es eilig, oder? Komm, lässt dir mal Zeit, das Let's Play dauert noch ein bisschen. Kannst ja nachher vorspulen. Aber noch müssen wir ohne Vorspulen zurechtkommen. Okay, halte mit der Maustaste gedrückt, wähle das Notizbuch, guck dir an, was da steht. Ah, wenn man da auf das runde Dinger geht, dann kommen da Speere unten raus und das ist nicht so gut. Quadrate muss ran. Okay, dann nehme ich doch mal die Mitte, ne? Obwohl, diese geladen, der nicht. Ich riskier's. Hier sind auch keine drin. Da sind Speere, da nicht. Noch welche? Hier. Speere, nicht Speere. Umweg. Ja, hier kann man duschen. Kommst du mit? Ins Wasser, komm. Ja. Aber wenn wir zurück sind, ne, dann musst du dich auch mal wieder waschen. Okay, ja, hi. Alles gut. Der Weg ist das Ziel und so. Halte mittlere Maustaste gedrückt, wieder das Notizbuch und siehe da.
Tödlich. Sei vorsichtig. Hatte ich vor. Okay, das rechts war okay, links war aber doofe Idee. Ich bin durch, und du? Geh da nicht zu nah ran. Ups, die waren unten, Entschuldigung. Aber sobald ich durch bin, sind die Waffen entschärft und lala. Sie kann dann ganz gemütlich durchwandern. Naja, hab ich was gewonnen? Nee. Gut, dann stehst du da? Hier hoch. Hier ist nichts, schade. Video. Das muss der Ort sein, von dem der Mönch berichtet hat. Nicht übel für eine einfache Mission. Eine Kirche. Aufgepasst! Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Sind die hier oben oder unten? Guck mal. Du leuchtest doch auch im Dunkeln, ey. Mist. Ups. Ich sagte Mist. Ich brauche hier Hilfe. Warum? Ja, spring doch nochmal zum Schluss. Wir hätten unendlich gehen können. Madame? Na, da kommen bestimmt noch welche. Oder auch nicht. Oh, ein Motorrad. Was? Oh. Ich gar nicht bemerkt. Lässt du meinen Schatz da mal liegen? Mann. Meiner. So. Bist du irre? Du könntest jemandem wehtun. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Was? Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. 25. März im Jahre des Herrn 1629. Wir haben das Tor zur Hölle gefunden. Davon bin ich überzeugt. Die Welt ist voller Geister. Nicht solchen, die auf Friedhöfen spuken.
sondern jenen unauslöschlichen Elementen des Lebens, die, da sie einst lebten, niemals sterben können, sich lediglich verändern, vermischen und wieder ändern. Okay, das Tor zur Hölle war ein anderes Spiel. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Muss ich auch mal wieder spielen, eigentlich. Ich wollte hier noch mal einfach ein bisschen gucken. Schließlich hätten wir hier auch längst gehen können. Hier über dieses Ding hier raus. Oh, hier. Guck mal, heilige Madonna und so. Hier ist schon wieder so ein riesiger Wasserfall. Wir haben alles nicht gesehen, wir haben einfach nur durchgerannt. Wir hätten noch nicht gesehen, wie sie hier vor der Felswand steht und dahin starrt. Oder hier den Totem da. Hier diesen kleinen Nebengang, der uns einfach nur irgendwo hinführt, wo nichts ist. Auf dass wir wieder rausgehen und keinen Schatz mitnehmen, weil der nicht da ist. Oben hätte auch jemand draufstehen können und auch schießen können, aber nein, wir haben uns ja gegen das andere entschieden. Und hier ist eine Alpha-Wand und wir kommen nicht durch. Hier ist auch noch ein Ausguck, wo einer hätte stehen können oder gestanden wäre. Also geht's jetzt hier hoch. Und hier dran nicht vorbei, wegen Alpha-Wand und so. Und wieder. Den eigentlichen Weg, den wir schon eingeschlagen haben. Gut, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, hätten wir hier hochgehen können und oben links gehen können. Aber hätte ich den Wette und im Endeffekt wären wir hier eh in der Kirche gelandet. Und hätten die Tür hier durchschritten, die Madame aufgemacht hat. Und Madame macht mir so langsam Angst mit dem ständigen Rumgespawnen hier. Egal, am wichtigsten ist, dass der andere Typ weg ist, den wir jetzt jagen. Und hier sind Ledertaschen. Die ich nicht töten möchte. Hallo, Figur. Um dahin zu kommen, muss ich jetzt aber nicht noch irgendwelche die Figuren finden, oder? Und auch. Zum Glück sind die nicht so schwer. Ich dachte schon, ich müsste die jetzt Ewigkeiten durch die Gegend schieben und so. Aber wo ist die andere Figur? Mal gucken, ob ich die finde. Wenn nicht, dann lasse ich's. Ah, ich bin auf der anderen Seite von diesem Weg. Okay. Die Blume ist schön. Und gescreenshottet. Und ich schätze mal, dass ich die Statue gleich wieder finde, die ich eben schon im Augenwinkel gesehen habe. Und ich habe gehofft, dass hier irgendwie noch was anderes versteckt wäre. Irgendwas Silbernes, was Blaues. Oder was Gelbes halt. Aber nein, hier ist nur dieses Fernrohr, was
gegen die Wand kommt.